Bob am Rande des Wahnsinns. Tja, irgendwie geht die Scheiße gerade nicht. Heute Sigi und die Katze. Thomas denkt, dass alles knapp wird. Oh Mann, 7 Tage nur noch bis zur Biergarteneröffnung. Das könnte knapp werden für Bob. Thomas steht wie immer im Weg. Lassen bitte, ja? Jetzt kommt der und danke. Sigi und seine Sackkarre gehen Gassi. Vielleicht könnte er es doch noch schaffen. Dinge. Vielleicht klappt es doch noch. Ja, warum nicht? Ja, vielleicht klappt es doch noch. Ich bin da. Plötzlich riechen Thomas und Bob etwas. Nach verbrannten Gummi. Bitte voll, ne? Julian kann schon verstehen, dass Ralf skeptisch ist. Tja, ich kann schon verstehen, dass der Ralf da skeptisch ist. Sigi hat 20 Euro verwettet. Ich hoffe, dass es Bob schaffen tut, denn ich habe 20 Euro verwettet. Na, ich würde es schaffen. Basti und Schmeißer unterstellen Sigi eine Affäre mit der Katze. Ich glaube, der Sigi hat was mit der Katze. Meinst du wirklich? Sogar die Getränkejungs haben es gehört. Die Getränke sind schon da. Von Rechtsjäger könnte der Biergarten jetzt schon aufmachen. Hast du das mit der Katze und mit dem Sigi gehört? Nee, habe ich noch nicht gehört. Sigi bestreitet das. Warum habe ich was mit der Katze gehabt? Ich habe doch nichts mit der Katze. Was erzählt ihr da für scheiß Storys über mich? Hast du nichts mit der Katze gehabt? Nee, was habe ich denn mit der Katze gehabt? Lars glaubt ja nicht, dass Sigi was mit der Katze hat. Ich glaube ja nicht, dass die Katze was mit dem Sigi hat. Sigi ist das Gesprächsthema auf dem Hof. Wird Sigi zur Katze stehen? Hört Thomas auf, Robbie Williams zu spielen? Wird Julian sich beschneiden lassen? Hat Basti Kontaktlinsen auf? Kann Schmeißer Fahrrad fahren? Werden die Getränkelieferanten den Pfand zurückgeben? Wird es diesen Jungen auf die Fresse legen? Wird Bob den Biergarten rechtzeitig eröffnen können? Und ist der deutsche Schäferhund ein Faschist? Dies und mehr von Montag bis Donnerstag bei SchmuddelTV. Schalten Sie morgen wieder ein, wenn es heißt Desperate Barman.